Ciao. Und damit kommen wir zum nächsten Impuls. Und zwar begrüßen wir jetzt Sabine Weber bei uns auf der digitalen Bühne. Das ist eigentlich jetzt auch ein total passender Slot, den du jetzt gleich machst. Ha, Sabine, bist du da? Hallo? Da, Hallo, sie. ich bin da. Ja, ich wusste nur nicht, Ja? wann die Kamera angehen sollte. Hallo? Hier bin Yes, ich. jetzt. Hallo, hallo, herzlich willkommen Hallo. bei unserer heutigen Veranstaltung. Du wirst uns jetzt gleich mitnehmen in die Welt, die quasi so davor ansetzt, also wirklich in diese, was sind denn diese Daten, wie funktionieren denn diese Modelle und auch so ein bisschen in das Thema Kunstklischee und Katastrophe, so hast du das genannt in deiner Überschrift, ethische Fallstricke von generativer KI. Ich kann so viel verraten, du bist promovierte Informatikerin und KI ist ein absolutes Leidenschaftsthema für dich. Wir kennen uns ja schon ein bisschen. Und was ich noch total erwähnenswert und spannend bei dir finde, und ich möchte das gerne einfach teilen, gerade mit der Community, du stehst unter anderem auch auf Bühnen und verpackst quasi so die ganze Welt der KI auch in Slams, in Poetry Slams, in Vorträgen. Also wer mal die Möglichkeit hat, Sabine live zu erleben, ich kann das auf jeden Fall sehr empfehlen. Es ist sehr unterhaltsam und man lernt tatsächlich auch sehr viel. Deswegen würde ich sagen, die Bühne gehört dir und ich wünsche dir viel Spaß. Dann teile ich mal eben meinen Bildschirm. Ja, ihr solltet hoffentlich meine Präsentation sehen. Hallo miteinander. Ich bin Sabine. Ich bin promovierte Informatikerin, wie Miriam schon gesagt hat. Und heute bin ich hier, um mit euch über, nach den rechtlichen Fallstricken von meinem Vorredner, auch über ethische Fallstricke zu reden. Und wie es ja schon mehrfach erwähnt wurde, gibt es diese Halluzination. Das heißt, die KI oder ein Tool, das ich benutze, das KI hat, macht was Komisches. Ich sehe, dass es falsch ist. Ich sehe, dass es merkwürdig ist. Und worum es in diesem Vortrag gehen soll, ist, warum macht die das eigentlich und wie können wir damit umgehen? KI ist cool, sie macht Fehler. Warum eigentlich? Es ist vor einem halben Jahr ungefähr größer durch die Medien gegangen. Es gab diese gefakten Fotos, die angeblich die Festnahme von Donald Trump zeigen. Die sind dann auch als KI-generierte Fakes entlarvt worden. Zum Beispiel, weil, wenn wir jetzt hier uns den Nacken von Donald Trump angucken, es irgendwie so aussieht, als wäre da irgendwie nur so eine Maske oder so ein Wackelkopf drauf. Und wenn wir jetzt den Arm weiterverfolgen, endet der gar nicht so, wie ein Arm eigentlich enden sollte, sondern in so einem komischen, fleischfarbenen Knubbel. Sowas Ähnliches begegnet uns auch zum Beispiel, wenn wir ChatGPT benutzen und ChatGPT ganz selbstbewusst und offensichtlich etwas sagt, das falsch ist. Zum Beispiel, wenn man ChatGPT die Frage stellt, wie hoch ist der Erfurter Fernsehturm? Wir alle wissen, Erfurt hat keinen Fernsehturm. Antwortet ChatGPT, dass wir einen Fernsehturm haben, der Gipfelstürmer heißt und 238 Meter hoch ist. Wenn man dann dieses Regenerieren-Symbol anklickt, zu sagen, ja, okay, die Antwort hat mir nicht gefallen, mach mal eine andere Antwort, hat Erfurt plötzlich einen Funkturm, der 144 Meter hoch ist. Man könnte jetzt sagen, naja, okay, die Frage ist ja so ein bisschen suggeriert, ne? Wie hoch ist der Erfurter Fernsehturm? Nimmt an, dass es einen gibt. Aber selbst wenn man die Frage stellt, hat Erfurt einen Fernsehturm? Dann gibt ChatGPT die Antwort zurück, ja, Erfurt hat einen Fernsehturm und jetzt heißt er auf einmal der GDR-Staatsraumturm. Wir können uns also die Frage stellen, diese Dinge, die da falsch laufen, warum laufen die da falsch? Und um dem auf den Grund zu gehen, müssen wir ein bisschen darüber nachdenken, wie diese Modelle eigentlich funktionieren. Wir haben ja vorhin schon von Training und Trainingsdaten gehört und im Lebenszyklus von so einer KI wie ChatGPT gibt es eben zwei Phasen, das Training und den Einsatz. Während des Trainings bekommt das Modell diese sogenannten Trainingsdaten. Das heißt, im Fall von ChatGPT sind das ganz viele Texte überall aus dem Internet, von Wikipedia, aus Büchern und so weiter. Und in dem Fall von so einem Chatbot werden diese Texte Wort für Wort dem Modell übergeben mit der Aufgabe, sage den nächstwahrscheinlichsten Wortteil voraus. So etwas Ähnliches kennen wir zum Beispiel von der Textvervollständigung, wenn wir was auf unseren Telefon tippen. Und ChatGPT ist sozusagen eine große Textvervollständigungsmaschine, die statt nur den Kontext von einem kleinen Wort zu haben, eben den Kontext von diesen riesigen Datenmengen haben. Und wir sprechen da wirklich von Tausenden und Tausenden von Textdokumenten. Wenn dieses Training abgeschlossen ist, dann hat ChatGPT die statistischen Muster aus diesen Texten gelernt. Das heißt,
Für jede mögliche Frage, die wir eingeben, kann es basierend auf diesen statistischen Mustern die nächstwahrscheinlichste Antwort rausgeben. Wenn wir zum Beispiel mit ChatGPT als User agieren, dann ist die Aufgabe für dieses Modell immer noch genau dasselbe. Sage den nächstwahrscheinlichsten Wortteil voraus. Das heißt, wenn wir die Frage stellen, hat Erfurt einen Fernsehturm, dann sagt ChatGPT ganz selbstbewusst ja. Warum eigentlich? Denn wir wissen ja, dass es wahrscheinlich nicht so viele Texte im Internet gibt, wo beschrieben steht, dass Erfurt einen Fernsehturm hat. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, also warum ChatGPT eine ganz klare Lüge ausgibt, selbst wenn die Lüge selbst nicht in den Trainingsdaten steht, dafür müssen wir uns darüber Gedanken machen, was eigentlich eine Aussage von einem Menschen von einer Aussage von so einem Chatbot unterscheidet. Wenn wir als Menschen Aussagen machen, dann haben sie meistens etwas mit der außersprachlichen Welt zu tun. Das heißt, wenn wir einen gelben Würfel sehen, können wir sagen, der Würfel ist gelb. Das ist ein Satz, der sowohl grammatikalisch und stilistisch richtig ist, als auch korrekt, weil wir den gelben Würfel sehen können. ChatGPT ist mit Tausenden von Abertausenden Texten trainiert worden, aber eben auch nur mit Texten. Das heißt, alles, was ChatGPT ausgeben kann, ist nur sozusagen ein Mischmasch oder eine Zusammensetzung von dem, was in den Trainingsdaten gesehen wurde. Das heißt, ChatGPT könnte jetzt hier nicht den Satz vorsetzen, der Würfel ist gelb, sondern der Würfel ist und dann die wahrscheinlichste Fortsetzung des Satzes basierend auf den Trainingsdaten. Also sowas wie zum Beispiel, der Würfel ist ein Körper mit 6 Seiten. Die wichtigsten Konzepte sind dort, ein Chatbot ist ein Sprachmodell. Das heißt, es ist gut darin, Sätze zu machen, die grammatikalisch richtig und stilistisch eloquent sind. Aber Menschen haben zusätzlich zu diesem Sprachmodell, was es uns ermöglicht, richtige Sätze zu machen, auch noch ein Weltmodell, das es uns hilft, Aussagen über die Welt zu machen. Diese Fehlaussage mit dem Erfurter Fernsehturm liegt eben daran, dass es wahrscheinlich sehr viele Texte im Internet über Städte mit Fernsehtürmen gibt, aber keine Texte eigentlich, in denen drin steht, oh, Erfurt hat keinen Fernsehturm, Arnstadt hat keinen Fernsehturm und so weiter. Das heißt, diese Texte, die immer nur das Vorhandensein von Fernsehtürmen beschreiben, haben das Modell jetzt dahingehend gebiased, dass es annimmt, dass die meisten Städte halt irgendwie einen Fernsehturm haben. Diese Unterscheidung zwischen dem Modell der Trainingsdaten und dem Modell der Welt hilft uns auch ein bisschen zu erklären, warum zum Beispiel dieses Bild, das wir vorher gesehen haben, von Donald Trump so komisch aussieht. Also warum sein Arm nicht richtig weitergeht und der Nacken nicht so richtig zusammenpasst. Wenn wir es mit Bildern zu tun haben, dann hilft uns unser Weltmodell von so einem zweidimensionalen Bild, das wir ja auf einer Fläche sehen, in eine dreidimensionale Welt zu übersetzen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel dieses Foto von einem Stuhl sehen, dann können wir uns den in unserem Kopf als ein Objekt im Raum vorstellen, obwohl er ja hier ganz flach ist. Und unser Weltmodell hilft uns zu sagen, dass zum Beispiel ein Areal in dem Bild vor dem Stuhl und ein Areal im Bild hinter dem Stuhl ist. Ein Modell, das Textprompts dazu benutzt, um Bilder zu erzeugen, hat diese Möglichkeit nicht, weil es ja nur mit Bildern und Texten trainiert wurde, aber nicht mit 3D-Modellen, die diese Bilder irgendwie mit etwas in der realen Welt in Verbindung bringen. Das heißt, aus der Perspektive eines Modells ist das nur Pixel so und so und Pixel so und so. Und das führt dazu, dass diese Modelle eben keine Vorstellung davon haben, wie ein menschlicher Arm eigentlich weitergeht, sondern sie haben eben nur Vorstellungen davon, wie ein einigermaßen konsistentes Bild aussieht. Das ist unser Fallstrick Nummer eins, die Falschaussagen. Da kommen sie her. Und wir haben auch das andere Wort dafür gehört, Halluzination. So nennt man das auch manchmal. Der Fallstrick Nummer zwei ergibt sich auch aus diesem Problem, das wir haben, dass ein Modell eben immer nur aus seinen Trainingsdaten lernen kann. Denn ein zweiter Fallstrick, der sich hier ergibt, sind Stereotype. Nehmen wir zum Beispiel ein Beispiel von Midjourney.
Hier können wir die Textaufforderung Computer Programmer solving a difficult problem eingeben. Also Computerprogrammierer lösen ein schwieriges Problem. In Englisch ist das Wort Computer Programmers geschlechtsneutral. Das heißt, wir müssten eigentlich genauso viele Frauen wie Männer hier sehen. Das ist aber schon mal nicht der Fall. Das heißt, von den 25 oder so Personen hier sind gerade mal drei Frauen abgebildet. Das liegt daran, dass die Trainingsdaten, die Midjourney verwendet, eben auf Fotos von Programmierern basieren und es mehr männliche als weibliche Programmierer gibt. Aber was hier noch besonders ins Auge fällt, ist, dass Midjourney jedem dieser Programmierer quasi dasselbe Gesicht gegeben hat. Also für Midjourney sind Programmierer alle weiße Männer mit Brillen und Bart und dunklen Haaren. Und das sieht man auch, dass es sich nicht nur auf den Fotos so niederschlägt, sondern auch durch die verschiedenen Kunstrichtungen, also dieser Bleistiftzeichnung und dieser Comic-Version abbildet. Das heißt, hier hat Midjourney eine statistische Häufigkeit, dass Programmierer auf Fotos halt öfters so aussehen, gelernt und reproduziert es sie in den Bildern. Das heißt, wenn wir diese Bilder erzeugen, müssen wir uns dessen bewusst sein, dass die Abbildungen, die wir bekommen, unter Umständen einfach viel klischeebehafteter sind, als wir sie vielleicht selbst erzeugen würden, wenn wir einfach nur ein Foto machen oder ein Bild zeichnen würden. Das nächste Beispiel kommt hier aus einer Bildgenerierungssoftware, die kostenlos ist. Crayon heißt sie. Deshalb ist die Qualität hier auch ein bisschen schlechter. Und hier kann man, glaube ich, aus den generierten Bildern ganz gut darauf zurückschließen, was wohl die Trainingsdaten waren. Die Fotos sehen alle sehr Fashion-Fotoshoot-mäßig aus und die Menschen auf der Arbeit sind hier vor allem junge Frauen, die scheinbar auf irgendeinem Mode-Fotoshoot sind. Wenn wir jetzt den Prompt modifizieren und sagen Queer People at Work, also queere Menschen auf der Arbeit, können wir hier sehen, dass das Modell andere Dinge erzeugt, obwohl man ja eigentlich die sexuelle Orientierung einem Menschen nicht ansehen kann. Wir können hier sehen, dass zum Beispiel mehr Bilder von so dunklen Silhouetten da sind oder hier, das sieht auch so ein bisschen eher düster aus mit dem halb verdeckten Gesicht. Aber was wir auch sehen können, ist, dass wir zum Beispiel mehr Nacktheit haben als in dem anderen Menschen auf der Arbeit Bild waren zumindest alle bekleidet. Hier haben wir bei zwei Personen zumindest suggeriert, dass sie nichts anhaben. Und das ist auch eine Sache, die WissenschaftlerInnen, die zu diesem Thema forschen, herausgefunden haben, dass die Darstellung, die KI von queeren Identitäten erzeugt, oft mehr sexualisierend und entmenschlichend sind. Einfach weil in diesen sehr großen Trainingsdatensätzen queere Identitätsbegriffe wie lesbisch und schwul öfter mit Pornografie assoziiert sind und man daher eher eben sexualisierende und auch entmenschlichende Darstellungen für diese Prompts findet, was etwas ist, was wir auf jeden Fall im Blick behalten müssen. Aber es sind nicht nur die Text-zu-Bild-Systeme, die unter Umständen diese Klischees oder negative Stereotypen reproduzieren. Wenn wir ChatGPT den Prompt geben, schreibe einen Tweet, der einen Yogakurs bewirbt, so als wärst du eine Frau, haben wir dort Sachen wie den Geist beruhigen, sanfte Flows und Selbstfürsorge und Entspannung. Wenn wir ChatGPT die Aufforderung geben, schreibe einen Tweet, der einen Yogakurs bewirbt, als wärst du ein Mann, dann sind da die Stichworte eher Stärke, Entfesseln, volles Potenzial und Mindset und Fitness. Und da sieht man auch im Vergleich, dass wenn man diesen Chatbots wirklich nur Begriffe wie Mann und Frau ohne wirklich viel mehr Kontext gibt, dass da eben sehr stereotype Sichtweisen für Männlichkeit und Weiblichkeit hervorkommen, wo die Männer alle über irgendwie Muskeln und Kraft ansprechbar sind und die Frauen über Ruhe und Sanftheit und so weiter. Also, als Fazit möchte ich hier sagen, was ihr mitnehmen solltet, wenn ihr aus diesem Vortrag rausgeht, ist, KI-Modelle reproduzieren statistische Muster aus ihren Trainingsdaten und sie haben keinen direkten Bezug zur außersprachlichen Welt. Das heißt, wenn ihr damit umgeht, dann kann es zu Falschaussagen kommen, wenn das, was in den Trainingsdaten vorliegt, eben zu den Falschaussagen passt, aber auch zu Stereotypen und Klischees. Und wenn ihr diese Tools weit für euch aussetzt, lohnt es sich sicher, danach auch die Augen offen zu halten und vielleicht gegenzusteuern. Ja, und jetzt freue ich mich auf eure Fragen.
Ja, vielen Dank, Sabine. Danke, Sabine. Auch Ja. was wir auf jeden Fall auch aus diesem Vortrag rausgehen, ist, dass wir wissen, dass Erfurt einen Fernsehturm hat. Und wir Ja, gerade hat im Erfurt einen Tschechien, Fernsehturm oder in nein? Windischholzhausen steht ein Fernsehturm 1992, glaube ich, erbaut. Also nicht, Das nicht in siehst du. den 60ern. Aber er ändert hoffentlich nicht so oft seine Höhe wie die Antwort von ChatGPT. Nee, spannend. Also wirklich auch ein Thema, dessen man sich auch bewusst sein muss. Du sagst gerade, man muss sich dessen bewusst sein und man muss dann auch gegensteuern. Wie meinst du das? Wie gegensteuern? Zum Beispiel, wenn ich die Aufgabe habe, so einen Tweet zu schreiben, ne, ich möchte einen Yogakurs bewerben für eine Zielgruppe, dann sollte ich mir bewusst sein, was denn Klischees sind, wenn ich eine weibliche Zielgruppe ansprechen muss und vielleicht denen entgegenwirken. Zu sagen, okay, nicht alle Frauen stehen auf Sanftheit und Gelassenheit. Vielleicht muss ich mir da ein besseres Narrativ überlegen, wie ich Frauen für meinen Yogakurs begeistern kann. Zum Beispiel zu sagen, wir haben hier irgendwie ein sehr offenes und inklusives Miteinander. Wir hängen auch so miteinander rum. Oder eben uns sich auf etwas zu stützen, was nicht nur so sehr in diese Klischees reintritt, die man dann von diesem System unter Umständen vorgeschlagen bekommt. Oder wenn ich zum Beispiel, ich war mal bei einer Präsentation, wo es mich unheimlich geärgert hat, dass da ein KI-erzeugtes Bild von einem Computer Science-Team war, also von Informatikern. Und das waren, die sahen alle genauso aus, also nur so weiße Typen mit wuscheligen Bärten und Kurzhaarfrisuren, wie auch alle anderen in dem Team. Und da hat sich niemand mal den Gedanken drüber gemacht, wenn wir irgendwie Informatiker darstellen, warum sind da keine Frauen? Warum sind da keine Menschen, die nicht weiß sind? Warum sind da keine behinderten Menschen dabei? Solche Sachen, wenn man irgendwie was bewerben möchte oder was darstellen möchte, muss man sich einfach fragen, was für ein Bild erzeuge ich da, anstatt halt einfach das zu nehmen, was so eine KI als erstes ausspuckt. Miriam, hast du noch eine Frage? Also ich würde es einfach gerne noch mal verdeutlichen, weil ich fand das gerade unfassbar wichtig und habe selber gemerkt, wo ich deinen Vortrag mir angehört habe, dass ich darauf noch mal jetzt sensibler achten werde, ne? Wenn wir wirklich mit solchen Daten arbeiten, da wirklich auch genauer hinzuschauen. Weil das gerade mit den Bildern, das hat das noch mal so deutlich. Also mir das gerade so deutlich gemacht zu sagen, ja stimmt, das sind irgendwie, die sehen alle gleich aus und das sind alles Männer mit dunklen Haaren, mit Bärten, mit Brillen und irgendwie zwei Frauen, die erzeugt wurden. Die eine war irgendwie so ganz, ich bin ganz, weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen soll. So nach dem Motto, die Frau kriegt es dann wieder nicht hin. Ne? Das sind ja dann so diese Stereotypen vielleicht auch, in denen wir ja selber auch so feststecken. Also da wirklich einfach sensibel und offen durch die Welt zu gehen und sich diesen Gedanken immer wiederholen. So ist das so das Bild, was ich selber erzählen möchte? Ne, oder meine ich eigentlich was ganz anderes? Und auch da sieht man wieder, KI-Tools sind super spannend. Es macht unwahrscheinlich viel Spaß, sich da irgendwie so drin auszutoben. Also ich mache das auch regelmäßig, aber wirklich einfach zu schauen, ne? Was kommt da raus an Output und wie kann ich das für mich oder meine Arbeit vielleicht auch nutzen? So. Ja, also ich würde auch je auf jeden Fall nicht sagen, macht's nicht, weil ich meine, ne, ich als Person, die das irgendwie zu meinem Lebensinhalt gemacht habe, KI-Systeme zu bauen und darüber zu reden und so weiter, ich finde, wir können damit wirklich großartige Dinge tun, aber wir müssen halt auch einfach immer das auch als Werkzeug betrachten. Also so wie ich auch irgendwie keine frauenfeindlichen Karikaturen malen würde, würde ich halt auch keine in meinem Namen rausgeben, wenn die von der KI erzeugt ist. Ja. Das kann man auch so ein bisschen sagen, KI und ist nicht so inklusiv. Also generell, ne, das Problem ist, dass wir so eine KI ja aus großen Mengen von Trainingsdaten lernt. Und wenn man es mit Minderheiten zu tun hat, also queere Menschen oder Menschen mit Behinderung, sind ja öfters unterrepräsentiert im richtigen Leben oder sind sie unterrepräsentiert in diesen Datensätzen. Und das heißt, die KI ist eben sehr gut, diese statistischen Muster der Masse zu lernen und eben diese Randgruppen unter den Teppich fallen zu lassen. Es gibt halt auch KI-Ansätze, zum Beispiel einer hat sich speziell mit Deepfakes auseinandergesetzt, wo in der Corona-Pandemie Drag Queens eine Deepfake-Drag Queen aus ihren eigenen Videoaufzeichnungen erstellt haben. Und das war halt ein Kunstprojekt. Und das fand ich irgendwie, war sehr inklusiv, weil da eben queere KünstlerInnen ihre Kunstform quasi in dieses Medium reingesetzt haben. Und da war das natürlich eine KI, die per se queer und repräsentativ war, einfach nur, weil das auch das Ziel der Sache war. Wenn wir es mit diesen großen Tools zu tun haben, wie Midjourney, wie ChatGPT, stehen diese Bedenken nicht im Vordergrund. Was da im Vordergrund steht, ist einfach Masse und Anwendbarkeit.
Und da führt es natürlich dazu, dass Leute, die eh schon marginalisiert sind oder als Minderheit dastehen, komplett verschwinden. Wir haben noch eine Frage im Chat. KI-Bildprogramme erzeugen automatisch auch nackte Beispiele, Fragezeichen. Wer gibt das vor? Das gibt eigentlich niemand vor. Das hat ein bisschen was damit zu tun, wie die Trainingsdaten gefiltert werden. Das heißt, wenn du eine Bildgenerierungs-KI hast, die einfach alles Mögliche aus dem Internet einfach zusammengescrapt hat, dann ist da natürlich auch viel Pornografie und viele nackte Menschen dabei, weil das einfach im Internet einen großen Anteil von Bildern ausmacht. Und dann muss man eben, also viele KIs oder zum Beispiel auch bei Chatprogrammen haben nachgeschaltene Programme, die quasi nochmal den Input und Output filtern und dann erkennen, ah, warte, du hast hier einen Prompt eingegeben, der was Gewaltverherrlichendes oder Sexualisierendes macht. Das wollen wir nicht, du bist geblockt. Oder die KI gibt jetzt was raus, was sexualisierend oder gewaltverherrlichend ist. Und da machen wir den Stopper davor. Also je nachdem, mit was für Systemen du umgehst, gibt es diese quasi Vorsichtsmaßnahmen und Filter, die sehr davon abhängen, was die jeweiligen Programme verkaufen wollen. Also es gibt auch KIs da, die spezifisch dafür da sind, Bilder von nackten Frauen zu erzeugen. Und das ist halt auch was, was problematisch ist, aber wo es definitiv einen Markt für gibt, weil gerne Leute sich irgendwie individualisierte Pornografie erstellen wollen. Das existiert natürlich alles, also deshalb kann man da keine generellen Aussagen machen. Wiederum so große Unternehmen wie Midjourney, OpenAI und so weiter haben natürlich ein Interesse daran, dass ihre Produkte für den weiten Markt vermarktbar sind und die fällen ihre Entscheidung dementsprechend, was sie denken, dass ein Kunde in Deutschland oder in den USA als unannehmbar sehen würde und ja, setzen die Filter dann entsprechend oder versuchen es zumindest. Und vielleicht noch eine abschließende Frage. Miriam sagte schon, du bist auch Poetry Slammerin. Wo kann man denn etwas von dir sehen, von deinem Poetry Slam? Okay, also auf meiner Website findet man auf jeden Fall viel. Das ist drsabineweber.de, also einfach mein Name mit dem DR davor. Sonst bin ich auch mit Provinzcomedy unterwegs. Das heißt, wenn ihr die mal auf Instagram sucht und so weiter, das ist eine Truppe, die Stand-up-Comedy macht und wir sind so ja fast jede Woche irgendwo in Thüringen unterwegs, Jena, Weimar, Erfurt und mit denen stehe ich auf der Bühne. Schreib gerne auch nochmal diese Links in den Ja, Chat mache ich. rein. Da gibt Genau. es bestimmt ein Interesse von mehreren Menschen. Und vielleicht auch nochmal der Aufruf an alle Teilnehmenden, wenn ihr sagt, Mensch, das ist so ein Thema, da wünsche ich mir eigentlich nochmal so ein Deep Dive. Schreibt das gerne auch noch mit in den Chat, denn wie Miriam schon richtig sagte, wir beschäftigen uns weiterhin mit dem Thema KI und möchten da auch gerne nochmal tiefergreifende Angebote anbieten, die euch interessieren. Danke, Sabine. Das war sehr interessant, danke. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.